Hi, heute zeigen wir euch, wie ihr selbst ein Spicon-Kabel bauen könnt. So, für das Spicon-Kabel müssen wir zuerst die Leitung wieder vorbereiten. Dazu müssen wir den äußeren Mantel abisolieren, so ungefähr 2 cm. Es geht in dem Fall etwas schwerer, weil das Kabel dicker ist und der Mantel auch dicker. So, dann tun wir die Litzen auf die Seite und isolieren die auch ab. So, bevor wir den Stecker draufschrauben, bestücken wir das Kabel schon mal mit einem Kabelklett. Dann kann man es nachher auch gut zusammenwickeln. Mit einem Schrumpfschlauch für euren Firmennamen oder Längenmarkierung oder sonstiges. Schieben schon mal die Steckertülle drüber. Und die Zugentlastung. In dem Fall sind 2 Zugentlastungen dabei für dickere und dünnere Kabel. Wir nehmen in dem Fall die weiße, die passt gut auf das Kabel. Und dann ist das Kabel schon mal vorbereitet. Und dann können wir schon den Stecker anschrauben. Der ist innen drin beschriftet mit 1 Plus und Minus und 2 Plus und Minus, die 4 Pole. Da kann man sich hier für eine Farbe entscheiden, was man gern mit welchem bestücken möchte. Dann die Kabel einfach in die Verschraubungen einführen. So, dass keine Drähte seitlich rausstehen und alle sauber in den Verschraubungen drin sind. Und dann kann man den Stecker zuschrauben. Nochmal prüfen, ob alle Kabel richtig sitzen und keine Litzen irgendwo quer im Stecker sind. So, im letzten Schritt machen wir das Kabel fertig. Dazu Zugentlastung auf den Stecker schieben, das Ganze durch die Tülle und verschrauben. Zu guter Letzt könnt ihr noch den Schrumpfschlauch in die richtige Position bringen, wo ihr den haben möchtet, und mit einem Heißluftföhn verschrumpfen. Dann ist das Kabel fertig.